Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch einen Regenbogenkuchen zubereiten. Die Zutaten, die wir brauchen, sind 6 Eier, 150 Gramm Zucker, eine halbe Packung Backpulver, eine Packung Vanillezucker, 200 Gramm Margarine, 300 Gramm Mehl und Lebensmittelfarbe. So, ich fange erstmal mit dem Zucker. Und jetzt kommt die Butter dazu. Ich werde jetzt Butter und Zucker cremig rühren. Und so sieht die Masse aus. Jetzt werde ich Vanillezucker dazufügen. Die halbe Packung Backpulver werde ich zum Mehl hinzufügen. So ungefähr eine halbe. Und das Ganze mit einem Löffel vermischen. Und wenn die kleinen Kinder euch helfen, ich meine, wenn die kleinen Kinder Lust haben, den Kuchen mitzumachen, dann können sie auch die verschiedenen Zutaten mit der Hand fühlen. So. So, jetzt kommt das Mehl zu der Masse. Und so sieht der Teig aus. Ich werde ihn jetzt in 4 Portionen teilen. So, jetzt habe ich 4 Portionen und jede Portion bekommt eine Lebensmittelfarbe. Zuerst nehme ich die Farbe Gelb. Jetzt kommt Rot zu der zweiten Portion. Blau zu der dritten Portion. Und zum Schluss kommt die Farbe Grün. Ich brauche jetzt einen Löffel zum Rühren. Der Frank ist so cool. So sehen jetzt die Teigportionen aus, nachdem ich sie mit Lebensmittelfarbe gefärbt habe. So, jetzt kommen die Portionen in den Backblech oder die Backform. Die Backform habe ich ja vorher mit Margarine angefettet und dann mit Mehl bemehlt, damit der Kuchen nicht klebt. So, wir starten jetzt. Zuerst nehme ich die Farbe Gelb. Und
So, ich versuche jetzt erstmal den Teig gleichmäßig zu verteilen. So, ihr Lieben, ich werde jetzt den Kuchen backen. Ich habe den Backofen auf 180 Grad vorgeheizt, Ober- und Unterhitze. Und ich werde ihn für ca. 40 bis 45 Minuten backen. Ihr könnt aber nach 30 Minuten ein Stäbchenprobe machen. So, unser Kuchen ist jetzt fertig. Man kann ja gut erkennen, die verschiedenen Schichten, gelb, grün, rot und blau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, lasst euch schmecken. Tschüss!